Wir haben ein kleines Problem. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ice Cream. Ja, beim letzten Mal haben wir die Paintball-Waffe gefunden, ihn nochmal ein bisschen bewusstlos gemacht. Jetzt schauen wir, dass wir ein Ending erreichen. Wenn ihr nicht vergessen, wenn ihr es euch gemacht habt, klickt dann auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Mhm. So, die Sache ist, ich habe jetzt auch wieder 10 Schuss. Ich muss mal überlegen, was mir jetzt alles brauchen. Die Pliers, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Pliers hingelegt habe. Ah, da ist nur ein Klecks. Weil der Vorteil mit der Waffe ist, dass wir es ihn jedes Mal aus Gefecht setzen können. Ach, da habe ich die Pliers hin. Ich möchte gern überall mitnehmen. Ich glaube, im Stall brauche ich noch was. I think. Muss mal gut überlegen. Lol. Gut, da haben wir das hier. Dann müssen wir zurück. Aber ich glaube, hier rein muss ich nicht. Ich muss definitiv hier wieder zurück und die Waffe holen. Definitiv! Ohne Waffe fühle ich mich so hilflos. Playground. Also ich hoffe, das ist immer noch ein Playground. So, wo war das? Jop, kein Paintball-Waffe. Lass mal meine Ruhe. Lass mal meine Ruhe. Ich brauche nicht viel hier. Ich bin nämlich schon wieder gleich weg. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Oder brauche ich dafür doch das Öl? Wo ist das Öl? So, ich dachte, das kann ich hier das Benzin holen, aber nein. Brauche ich wahrscheinlich das Öl. Oh Gott, der ist schon wieder gestuckt. Der Amti-Damti ist wieder gestuckt. Kann der nicht mal etwas richtig machen? Kollege, du machst alles falsch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das andere Zeug war. Alles, pass auf, ich lasse das mal kurz da. Müssen kurz in die Cafeteria zurück. Ja, ab und zu schaue ich mal kurz, wo ich was holen muss. Also hier ist anscheinend das Öl. Hier irgendwo. Wo genau? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich denn erstmal rauskriegen? Ah, okay, da sind die Pliers. Was? Keine Ahnung, wo das Öl ist. Das kann vielleicht da hinten sein. So, wo? Ach, da. Oil. Oil! Ja, schön, dass du mich schon wieder gesehen hast. Wo kommt jetzt? Lol. Oh, das war Skill. Ja, geht da rein. Sehr schön, sehr schön. Ah, jetzt drück schon wieder das Falsche. Ich verklick mich so schnell, weißt? Playground muss ich. Weil da kann ich das Ittergüllen. Ja, das Gitterölen. Aus Ittergüllen. Hm? Und ich denke mal, da hinten ist dann das fürs Benzin. Habe ich so eine Vermutung. So, lass dich schmierig machen. Ja, genau. Sieh es, hier ist es. Ich habe aber Angst, das jetzt fallen zu lassen. Sonst kommt Rot. Muss schnell den Benzinkanister holen. Brauche, glaube ich, noch die Paintgun-Waffe. Die habe ich wo? Wo war ich zuerst? Ah, zum Stall muss ich. Da habe ich die Paintgun-Waffe. Toll. Toll. Ja, da ist die Waffe. Ah, nimm! Dieses schmierige Öl. Ja, ich jetzt nicht mehr, weil es leer ist. Muss schnell dann einen Schuss opfern. Der wohl den Schuss nicht gehört. Dabei komme ich auch so wieder zurück. Ja! Ja, ach, das machen wir jetzt schnell, schnell. Parking. Also du musst einiges machen, was geil ist. Das ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip wie bei Greg Granny. Das war jetzt sehr blöd. Ich glaube, ich brauche die Slingshot. Wo ich die Slingshot? Ich habe gerade null Ahnung. Warte mal, jetzt der Troll. Ja, wir trollen die jetzt nicht. Holen wir zumindest schon mal das hier. Dann können wir auffüllen. Wow, das muss ich jedes Mal jetzt machen? Ich hab doch, das bleibt einfach unten. Da, auffüllen. Schnell. Bitte. Danke. Weil dann haben wir das schon mal fürs Card. You have filled the can. I can. Lass ihn jetzt nicht da sein. Weil das könnte ich dann bei der Garage schon mal hinschmeißen. Das ist halt schön, dass die Sachen auch da bleiben, wo es du hingeschmissen hast. Die Pliers brauche ich dann auch im Parking. Ja, brauche ich. Definitiv. So. Und das Spiel ist mir abgestürzt. Du willst mir jetzt verarschen. Folgendes, ich habe es jetzt im Geistmodus einfach gestartet, weil, nee, das hat mich so genervt. Ich habe jetzt keine Lust, das Ganze auf Normal nochmal zu machen. Also, pass auf, hier brauchst du die Slingshot. Die einfach mal nicht trifft. Wow, das hat nicht funktioniert.
Ah, jetzt! Das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, die Slingshot brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist auch versperrt. Weiß nicht, ob das so wichtig ist, die Tür. Also, da brauchen wir jetzt Benzin. Das heißt, das kann ich mir jetzt alles nochmal holen. Jesus H. Christ. Okay, also ich muss erst zur Cafeteria. Ja, definitiv. Aber ich muss schauen, wer jetzt Dienst hat. Dass ich mir die Karte hole. Schnell mal Mülleimer klotze. Pass auf, Mülleimer wäre eigentlich sogar unnötig. Ja, weil da kriege ich ja nur die Pentgun-Waffe. Brad ist jetzt dran. Und die Pentgun-Waffe brauche ich nicht. Also jetzt, stimmt, den Office Gear, also muss ich zum Playhouse. Ich sag Playhouse, zum Playground. Da wieder das Ganze holen. Ich denke mal, ich melde mich dann, wenn ich soweit die Sachen wieder habe. So, jetzt sind wir soweit wieder an dem Punkt. Habe ich hier was übersehen? Nö. Es ist halt nervig, wenn es abschließt, dass du das Ganze halt wieder machen kannst. Ich meine, es ist kein langes Spiel, wenn du genau weißt, was du machen musst. Viertelstunde? Sowas um Dreh, 15 bis maximal 20 Minuten. Also jetzt können wir das Kart auffüllen. Da ist noch das Öl. Also ich habe die Pliers schon mal in der Nähe vom Kart hingeschmissen. Das ist schon mal gut. Es ist halt unglaublich nervig. Naja, mal wieder hier. Da siehst du, hier sind die Pliers schon. Und ich weiß nicht, ob es irgendwas für den Spind was gibt. Schlüssel oder so. So, jetzt kann ich damit fahren. Pliers mitnehmen. Drive! Ich hab die aber jetzt nicht fallen lassen, oder? Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber das könnte man umfahren. Theopraktisch. Weil es kann uns doch nicht erwischen. Weißt? Und das geht's mir jetzt hier. Und. Bam! So. Wow! Bam! Ja! You hit rot! Und I hit the wall. Aber siehst, es geht doch. Nein! Hör auf! Das Kart ist todesmutig. Es wird. Nee, jetzt wollte ich sagen, es will Rot ein Ende bereiten. Nee, doch nicht. Das Kart war noch gnädig. Sehr gnädig. So, einmal zack. Bumm. Hier rein, Leiter. Taubo. Schön für Rot. Und hier ist der. Hier ist er nicht. Keiichi? Ist er vielleicht hier in dem Diary drin? Da vielleicht irgendwas steht, wo der ist. Wir haben ein kleines Problem. Ich bin hier in seinem geheimen Ort. Aber der Cage Key ist nicht da. Da ist nur so eine blöde Schachtel. Da kann ich hier zumachen. Wow. Freude. Was ist der blöde Key? Ich will das Kind zurückbringen. So, Rod, wo hast du das? Wo hast du das? Ich komme rüber, wenn ich hier rauskomme. Aber ich komme rüber. Rod. Rod! Rod! Wo bist du? Ich bin ein bisschen angesäuert. Rod, ich sag's nicht zweimal. Ich steig ins Kart. Und weh, ich krieg den Stern. Rod? Rod, wo? Hast du den Schlüssel, Rod? Wo hast du den Schlüssel? Lach nicht so... Das geht natürlich nur, wenn du Vollspeed hast. Toll. Wo ist der blöde Schlüssel? Ja, es stand da nur Door. Ich hab gedacht, das wäre da hier. Nein, hier ist der Cage Key. Da stand halt Door. Deswegen war ich halt verwirrt. Ich hab gedacht, dass ich einfach hier bin und nur zumach. Okay, Rod, alles gut. Ich wollte jetzt nicht Bär sein oder so. Trotzdem, oh wow, Bremsspuren gleich in der Luft. Hey, das Kart ist mal so ein Serious. Shh. Okay, wir fahren jetzt zurück. Und können jetzt das Kind befreien. Und wenn Rod in der Nähe ist, dann hat er halt Pech gehabt. Und alle. Upp. Diese Spuren. Wie war es genau? Neighborhood. Und schon haben wir es wieder durch. Lol. Hä? Was passiert hier? So. Bist frei, Kollege. Raus mit dir. Genau, spring aus dem fahrenden Auto raus. Best idea ever. Bin mal gespannt, was ich jetzt bekomme. Es wird ein zweites Geschenk geben.
Ja, klatsch, klatsch. Geschenk. Wow, ich krieg schon wieder einen Mixer. Ihr habt doch schon einen. Ihr habt doch schon einen da rumstehen. Keine Ahnung, vielleicht gab's aber wieder was und ich wusste es nur nicht. Aber wir haben es jetzt durchgespielt. Nettes kleines Update, vor allem mit der neuen Waffe. Ich bin da echt schon aufs nächste Update gespannt. Gut, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.